Wir waren dieses Jahr auf der Insel Pico, auf den Azoren, und waren dort bei dem Tauchanbieter Pico Sport untergebracht. Die Azoren liegen ungefähr so 1400 Kilometer von der Küste Portugals entfernt, also genau in der Mitte des Atlantischen Ozeans. Quasi alles, was hier im Atlantik lebt, kommt einmal in seinem Leben auf den Azoren vorbei. Wir sind immer noch da, oder? Als wir jetzt auf die Azoren gekommen sind, man hat gerochen, man hat irgendwie gefühlt, dass das Wasser anders ist, dass das Leben unter Wasser einfach anders ist. Und es hat mich vollkommen auf der falschen Flosse erwischt. Uhr 31, müssen jetzt aufstehen, weil wir jetzt tauchen fahren. Die Princess Alice Bank ist im ganzen Atlantik bekannt. Jeder, der im Atlantik mal taucht, hat von der Princess Alice Bank gehört. Also, was man braucht: Bananen, Proteinriegel. Die Princess Alice Bank ist ein Tiefseerücken, der aus einer Tiefe von ungefähr 2,5 Kilometer hochkommt. Sie liegt ungefähr 40 Seemeilen südwestlich von Pico und Faya entfernt und ist super berühmt für seine Mobularoche. Wir sind rausgefahren direkt am ersten Tag, 2,5, 3 Stunden, bis wir zum Tauchplatz angekommen sind. Princess Alice. Und dann haben wir angefangen, als Freitaucher die gesamte Princess Alice Bank zu scouten. Und nach 10, 15, 20 Minuten habe ich mich umgedreht und plötzlich tauchten aus der Tiefe des Atlantiks diese Mobularochen auf. Hatten diese leicht beige braune Färbung und flogen richtig mit ihren Flügeln an uns vorbei. Und dann haben wir gemerkt, die Tiere sind neugierig. Nachdem wir den ersten Mobula gespottet haben, dauerte es vielleicht 2, 3, 4 Minuten, bis der dann auf einmal seine Freunde mitgebracht hat. Und auf einmal kamen aus dem Blau 20, 30 Tiere ganz langsam auf uns zu, haben einmal kurz an uns vorbeigeschaut und sind dann wieder im tiefen Blau verschwunden. Das war ein Moment, der unvergesslich ist und der wird für immer bleiben. Man denkt an nichts anderes mehr. Es ist wie so ein meditativer Mindstate. Man fühlt sich, als ob man in einer tiefen Meditation ist und möchte gar nicht mehr weg. Man ist auch sehr traurig, wenn die Tiere dann wegschwimmen, weil man sagt, komm doch bitte noch für 10 Minuten vorbei. Also wirklich einzigartig. Neben dem spektakulären Tauchen auf Pico muss man ganz klar die Landschaft hervorheben. Grün, grau, rau. Das zieht einen irgendwie sofort in den Bann. Also so ein rauer Ort, der doch so schön sein kann, gibt es, glaube ich, nicht oft. Der Ozean ist die Lunge unseres blauen Planeten. Wir wohnen nicht auf der Erde, wir wohnen auf einem blauen Planeten. Die Haie sind das, was unsere Ozeane in Balance hält. Sie sind der Räuber der Meere, die dafür sorgen, dass die Nahrungskette intakt bleibt. Wir verstehen in vielen Fällen noch gar nicht, wie die Lunge unseres blauen Planeten funktioniert. Wir haben so viel daran erforscht. Der Blauhai ist die am meist gefischteste Haiart der Welt. Dementsprechend ist es nicht überraschend, dass im Atlantik ein Großteil der Population bereits eingebrochen und ausgefischt wurde. Unsere Aufgabe war unter anderem Georges Fontes, einem Forscher vor Ort, zu helfen, der ganz spannende Forschung macht. Er platziert wiederverwendbare Sender an den Blauhaien, um dann herauszufinden, wo migrieren die Haie hin, wie tief tauchen sie und wo sind sie anfällig für die Fischerei. Die Haifischerei ist eine der großen Tragödien der heutigen Zeit, denn Millionen von Haie werden jedes Jahr getötet, durch die Welt geschifft, obwohl der Nahrungswert am Ende gleich null ist.
sowohl George als auch wir und andere Naturschützer wissen ganz genau, sollte die Fischerei auf den Blauhai nicht eingestellt werden oder reduziert und koordiniert werden, dann kann es sein, dass wir diesen wunderschönen Räuber aus den Meeren der Azoren und des Atlantiks verlieren. Diese Forschung an den Haien wird durch die deutsche Stiftung Provin Pro Nature mit supported und zusammen mit Picosport ermöglicht es erst Touristen bei diesen Expeditionen, genau wie wir, quasi mit dabei zu sein. Man kann also live dabei sein, wie den Haien diese Tags umgelegt werden. Man kann auch eine Partnerschaft für ein Tier eingehen und dadurch halt selber aktiv im Naturschutz mit dabei sein, um Naturschutzgebiete auf den Azoren mit zu errichten. Einer der besten Tauchplätze der Welt, um mit Blau- und Makohaien zu tauchen, ist auf den Azoren. Genauer gesagt vor den Inseln Pico und Faial. Und genau deswegen wird hier so viel geforscht. Super Sichtweiten, viele Tiere, die nah an einen rankommen. Genau das ist das Ding, was es hier ausmacht, das Tauchen. Hier hat vor 8 Jahren Dr. Erich Ritter mit seiner Shark School zusammen mit Pico Sport und Virodive das Blauhai-Tauchen etabliert und professionalisiert. Dadurch sind die Begegnungen mit diesen Tieren einzigartig und komplett ungefährlich. Bevor man ins Wasser geht, wird man gebrieft. Es wird einem genau erzählt, wie man mit diesen Tieren umzugehen hat und minimiert dadurch die Gefahr von einem Unfall. Und aufgrund dieser tollen Erlebnisse, die wir dort mitnehmen konnten, arbeiten wir auch so gerne mit Pico Sport zusammen. Denn das Zusammenspiel aus erfahrenem Skipper und so viel Erfahrung hat uns einfach immer ein sicheres Gefühl gegeben. Einer der Tauchplätze, den wir dort auch betaucht haben, war Edisosa, wo wir nahezu 100% Erfolg hatten, Blau- und Makohaie zu sehen. Manchmal war es aber auch so, wir hatten 5, 6, 7 Haie und ab einem gewissen Zeitpunkt mussten wir sagen, okay, jetzt ziehen wir uns ein bisschen zurück, wir geben den Haien ein bisschen Platz, weil die Tiere sehr, sehr selbstbewusst geworden sind. Aber sowohl für uns als Freitaucher als auch für die Flaschentaucher war das eine tolle Szenerie und viele spannende, ja auch große Individuen, bis zu 3 Metern, mit denen wir dann tauchen durften. Das Tauchen, was wir gemacht haben, ist natürlich nicht das normale Urlaubstauchen. Wir sind da mit einer Mission, mit einem Auftrag. Das bedeutet, wir müssen gewisse Bilder einfangen für die Filme, die wir produzieren. Und natürlich auch gucken, dass die Arbeit mit den Haien sicher verläuft. Das bedeutet, dass die Länge der Arbeitszeiten weit über dem liegt, was man aus der normalen Tauchreise kennt. Aber ich würde es nicht missen wollen, denn dadurch kommen wir an ganz entlegene Tauchplätze und wir erleben Dinge, die sonst so wahrscheinlich kein Mensch im Atlantik erlebt hat. Es gab ein paar Momente, die kann man nicht skripten. Der Ozean ist mächtiger als einer selbst. Du kannst 10 Stunden im Wasser sein und manchmal sagt der Ozean, heute nicht. Aber machst du das, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Ozean irgendwann mal sich erbarmt, dich zu belohnen, größer. Und plötzlich öffnen sich die Flutentore und das Leben strömt so um dich herum. Baitboy ist das englische Wort für fressbar. Das Meer ist ein riesengroßer Ort und um diesen Baitboy zu finden, braucht es ein erfahrenes Team, also einen sehr guten Skipper, der sich nicht nur auf dem Meer super gut auskennt, sondern halt auch einfach so das Feingefühl halt hat und ganz genau weiß, an dieser Stelle vor Faial oder an dieser Stelle vor Pico, genau da müssen wir hin. Das Boot knallt durch die Wellen. Du musst dich festhalten, dass du nicht rausfliegst. Und in dem Moment, wo der Skipper sagt, go, rein. Ich war total überwältigt, nachdem ich im Wasser war. Man sieht diese Tiere auf einmal und weiß gar nicht so recht, wo man zuerst hingucken soll. Das war wie so ein Kriegsschauplatz, wo Biomasse auf Biomasse trifft. Ich habe die Azoren und auch viele andere Ökosysteme noch nie so lebendig gesehen. Dieses Jahr war super außergewöhnlich. Es kommt immer mal wieder vor, dass man einen Baitboy vor den Azoren sieht. Aber in dieser Größe, wie wir die gefunden haben, ist das absolut außergewöhnlich. Als wir im Wasser waren und die Fressbälle gedreht haben, waren erstmal nur Tausende von Makrelen um uns herum, bis dann irgendwann halt auch die Haie das Feld betreten haben. Die Haie waren ganz klar da, um zu jagen. Und die haben uns auch einfach gezeigt, ey, das ist unser Essen und nicht euer und ihr bleibt genau da, wo ihr seid und kommt nicht näher ran.
Man ist 3 Minuten unter Wasser und auf einmal, genauso wie es gekommen ist, ist es auf einmal auch wieder weg. Das heißt, dann geht es halt aus dem Wasser raus, wieder anziehen, zum nächsten Ort fahren und da das Gleiche nochmal. Und bis man da dann halt wirklich alles im Kasten hat, braucht das bestimmt 7, 8, 9 oder 10 Durchgänge innerhalb von kürzester Zeit, bis man dann wirklich alles im Kasten hat. Es ist einfach, Bilder verwackelt zu machen, aber Bilder zu machen, die den Frieden und die Schönheit der Situation darstellen. Das ist die Herausforderung. Unsere Zeit auf den Azoren war vielseitig. Ich glaube, ich kenne kein Ökosystem auf der Welt, was so viele Facetten zu bieten hat. Von den schwarzen Vulkanhängen, wo man in spektakulären Wellen tauchen kann und Schwärmen von Amberjacks begegnet, hin zu der Princess Alice Bank, wo Mobularochen und Barracudas sich in so einem Tornado mixen und einen einsaugen und in den Bann ziehen, bis hin zu Walen und den Blauhaien. Ich kenne kein Ökosystem, wo in so einer Dichte so viele verschiedene Unterwasserlandschaften auf jemanden warten. Aber jeder sollte bereit sein, auf den Azoren auch mal gutes Wetter, schlechtes Wetter und auch Wellengang zu erleben. Und das meine ich mit Vielseitigkeit. Die Biodiversität von Pico spiegelt sich nicht nur unter Wasser wider, sondern auch über Wasser. Neben den zahlreichen grün bewachsenen Vulkanen zieht einen nicht nur die kleinen süßen Dörfchen irgendwie so in den Bann, sondern es ist das Zusammenspiel von allem. Es ist das Zusammenspiel von Mensch, von Basis, von Unterwasser-Zusammenkommen, von allem einfach. Die Zeit auf Pico war unheimlich toll. Wir hatten einen super tollen Partner mit Pico Sport an der Hand, der nun dort seit über 25 Jahren operiert und durch diese Erfahrung für uns super tolle und auch für euch super tolle Momente irgendwie ermöglicht hat, die wir sonst so nie hätten sehen können. Für mich sind es definitiv Momente, die ich mein Leben nie wieder vergessen werde. Fliegen Drohnen inmitten von 10.000 Gelbschnabel-Sturmtauchern. Die Chance, dass ich die zurückkomme, ist verschwindend gering. Irgendein Crazy von diesen Sturmtauchern, die sicherlich schnappen wird. Aber das ist es wert. Bis mal.